Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Grimdawn mit der Lafishi und der Chantal und wir sind immer noch in dem inneren Labor. Wir sind jetzt schon immer inneren Labor von. Ja, guck dir das mal an hier. Lecker, schmecker. Ja, und ich wollte schon wieder Assassin's Creed sagen bei der Begrüßung, aber wir spielen ja keine Assassin's Creed, sondern wir spielen ein komisches Spiel, in dem wir Zombies und andere Tiere schlachten. Beziehungsweise geschlachtet werden. Ich werde geschlachtet, du nicht. Ich bin in den letzten Teilen gar nicht mehr gestorben. Aber ich das letzte Mal, doch, ich bin das letzte Mal auch gestorben in einem der Parts, oder? Nein, offscreen. Bin ich? Ja. Wo? Als wir auf dem Weg waren, bist du gestorben, meinst du? Hier ist noch einer Possessed Arcan. Oh Gott, 20 HP. Nice. Ich habe bisher noch keinen HP verloren, lustigerweise. Ich schieß einfach mal blind in den Gang rein. Cold one. Miss. Ich hab hier einen von der Pisser. Okay, wenn ich mich noch umskillen würde, dann würde ich das sogar machen. Wahrscheinlich auf, ja, auf Fernkampfwaffen. Das ist ziemlich viel. Also du bist ja Arcanist, ne? Also du hast also dieses Feuer Mastery hast du genommen. Nein, ich glaube nicht. Doch, hast du. Nein, ich guck gleich nach. Doch, du hast die Feuermaster, doch, auf 100%ig, ja. Du hast die Feuermastery und dann auch die Schattenklinge. Das heißt, du könntest theoretisch die Bosse immer mit zwei Schwertern bekämpfen, die jetzt nicht so viel auf Dings sind, wo ich dann tanken kann, also wo die andere spawnen. Und dann für die größeren Main kannst du ja dann deine Waffe benutzen. Und dann machen wir das so ich wie jetzt. Guck kurz nach. Wo gibt's das nochmal? Auf J war das, ne? Nee, auf S. Ja, Demolisk habe ich genommen. Ja, das ist auch eine, da gibt's auch Skills für. Also ja, Fire Strike habe ich nur voll geskillt. Bewegst du dich gerade oder hängt das? Points available, ne? Ich stehe. Also gut. Ich töte gerade den ganzen Raum hier. Was ist das? Flame Touch. Hätte ich jetzt noch irgendeine Waffe, die Flächenschaden macht, dann wäre ich richtig OP. Ich schieße zwischendurch jetzt noch ein Feuer. Also eine Explosion, wie man gerade sah. Oh, nicht nur zwischendurch. Alter! Das ist ziemlich gut. Warum hast du mir nicht vorher gesagt, dass die Waffen ziemlich gut sind? Habe ich, du wolltest sie aber nicht. Ja, weil du immer meintest, ja, die sind so mittelmäßig. Ja, Wahnsinn. Guck mal, ich zünde alle an. Ist das denn gut? Ja, scheiße, die nehmen Dodge-Schaden. Viel Dodge-Schaden? Nein, noch nicht. Ich hab den Skill auch erst auf 1. So, okay, hier waren wir überall. Moment, hier in dem einen Raum, da haben wir nur reingeguckt. Können wir uns mal genau die Röhren hier angucken, wie da irgendwelche Missgeburten drin lagern. Wow! So, dann mischen wir jetzt noch. Nach da oder nach da? Nach oben. Obwohl, ne, hier unten ist ja auch noch was. Ja, wo lang geht's weiter? Ich hab keine Ahnung. Nach oben geht's, glaube ich, weiter. Wir gucken ja sowieso alles an. Willst du mal alles mitnehmen? Ich ja auch. Zumindest 90%. Du willst ja mal alles mitnehmen? Ich auch. Ja, manchmal nicht. Ich habe mich einfach nur durchgeschaut. Living Quarters. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Doch, ich glaube, da oben waren auch die Living Quarters, wo wir schon waren. Nö. Ist gut, wenn du zurückrennst, wenn die mir folgen. Ja, ich bin ein guter Tank. Ich mache meine Sache. So gut es geht. Ich stun sie auch immer, wenn die Großen zu dir hinlaufen und ich es schaffe. Jetzt ist es dann. Ja, also muss ich halt meine Waffe wechseln. Wieso wollen die Großen noch mich? Na, schönes Serverdeck, vielen Dank. Oh mein Gott. Also mit den Explosivschüssen ist echt ziemlich cool. So, den kleinen mache ich ziemlich viel Schaden. Das ist zwar jetzt keine Shotgun, wie ich sie erwarten würde, aber ist ziemlich cool. Die Drecksviecher, seit wann können die Drecksviecher denn dodgen? Ich will die ganze Zeit Alt drücken wegen Witcher. Was ist denn ein Dodge? Ausweichen. Also ich weiß, was ein Dodge Ram ist und ein Dodge Viper und... Dodge ist Ausweichen. Ah, okay. LOL-Sprache oder was? Allgemein eigentlich. Habe ich noch nie gehört. Du kannst doch kein Englisch. Bisschen. Ich kann mit unserem Polen Englisch sprechen.
Deflected, was heißt deflected? Zurückgeworfen. Okay, ich habe jetzt 962 Leben. Ich habe jetzt 2208. Ich weiß, hast du schon erzählt. Ich wollte nur mal betonen jetzt. Du hast von Anfang an auf Fernkampf gehen sollen. Ich glaube, das liegt dir mehr mit deiner Klasse. Ja, ich glaube, das ist auch ziemlich viel effektiver. Ich habe irgendwie das Gefühl, das andere war nicht so effektiv. Ja, du hast schon Schaden gemacht auf jeden Fall. Aber ja, aber ich bin richtig schnell gestorben. Ich mache jetzt nicht mehr so viel Schaden, aber... Alter. Ich überlebe viel Schaden, länger. Ich habe jetzt nicht so oft sterbe. Ich habe bisher noch keinen Mal... Also ich habe bisher noch keinmal so richtig Schaden genommen. Doch einmal, als alle zu mir hinkamen, dann... Das geht so viel besser. Gott, da ist so ein... Krieg ich den von hier aus tot? Wen? Den Crystal. Aua. Da sind noch Gegner? Ja. Eigentlich sollten die sterben. Der spawnen also auch welche, die nicht sterben, wenn man ihn zerstört. Das sind einfach nur so welche aus dem Boden. Okay, ja toll, wirf bitte bloß nicht über den Kessel rüber. Nein, wirf dagegen. Ja, normal. Durch die Türen schießen ist ein bisschen nervig. Wieso? Ein Ego-Shooter-Mode wäre noch ganz cool. Ein Ego-Shooter, genau wie GTA. Ja, ja. Wir machen First-Person, spielen wir mal First-Person rein, obwohl First-Person richtig geil auf GTA ist. Ja, es ist zwar ultra schwierig, aber es ist richtig geil. Also für manche Missionen ist es richtig geil. Für viele Missionen ist es einfach nur, ja, kann man doch lassen. Fürs Autofahren ist es extrem hinderlich. Ja, vor allen Dingen, also wenn die Spiegel funktionieren würden, wäre das geil. Oh Gott, nein, böse Drecksviecher. Ich versuche, den einen schmeiß ich um den anderen stun ich. Ja, oh mein Gott, siehst du, kaum bin ich wieder im Nahkampf, sterbe ich fast. Walking Dead kill ich mit 3 Schuss. Walking Dead sind auch die kleinsten. Ich weiß, die Rot, für die brauche ich richtig viel. Aber ich nehme auch die ganze Zeit keine Heiltränke, ich heile mich die ganze Zeit wieder hoch. Ich habe noch keinen. Ich habe einen Heiltrank genommen. Geil. Welcher Skill? Ich habe so einen Skill, dass wenn ich unter 30% Leben bin, dass ich dann eine höhere Lebensregeneration habe. Hauptsache, da kommen erstmal Flammen aus dem Boden bei mir. Und ich sag immer bei mir, weil es bei Freddy ganz anders sein kann, weil die Server irgendwie nicht so cool sind. Ja, der Server ist ja. Ich hoste den Server. Ich weiß nicht, ob der Server jetzt bei mir lokal gehostet wurde oder ob es einfach so eine Serverinstanz auf einem Server an denen, aber ich glaube, es ist lokal gehostet. Ich glaube auch. Und da ich ja nicht die beste Leitung habe, aber eigentlich sollte das machbar sein. Also ich habe jetzt, meine Leitung ist okay, würde ich sagen. So haben wir schon erzählt, dass ich eine neue Leitung habe hier drin? Noch nicht, ne? Weiß ich nicht, auf jeden Fall eine neue Leitung. Ich habe jetzt übrigens eine neue Leitung, ja, knapp 105.000 up, down und 46 up. Nur schon ganz schön, kann ich ja nicht sagen. Ist schon ziemlich okay, jetzt cool. Haben wir hier alles erkundet, das heißt, wir können weiter. Kurz was gefressen. Schon sehr schön. Also, kann man machen, sag ich jetzt mal. Also, ich hoste aktuell für 5 Leute teil. Nee, ja, doch, 5 Leute waren wir schon auf Minecraft-Server, ne? Ja. Ja, für 5 Leute viel zu Beast. Und ohne Probleme. Absolut ohne Probleme. Wir haben zwar noch nicht so viele Maschinen, aber. Ich hatte einen kurzen Lag, aber es war wahrscheinlich einfach nur von Minecraft an sich. Also, ich hatte bisher noch keinen Lag. Jörg hat auch noch nichts gesagt. Doch, ihr beide habt schon gesagt, die Kurzlags, das sind wahrscheinlich Minecraft-Lags gewesen oder so. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit den Modpacks, aber. Oh, wir haben rein übersehen. Hast du gesagt, dass wir Lags hatten? Ja, so, das ist kurz einmal Standbild und sowas. Ach so, ja, bei den, als wir die neuen Welten erstellt haben. Nee, das auch ist ganz normal, halt. Ja? Also, das weiß ich gar nicht mehr. Als ihr durch die Welt geflogen seid oder einfach da rum und dann. Ach so, okay. Aber es ja, ist aber nicht, wir dass wir auch irgendwie 80 läuft. Gigabyte RAM zugewiesen. Schön, dass ich ihn gar nicht treffe. Also die Leute müssen schon stehen, damit ich sie treffe, aber ansonsten... Das mit der Lebensregeneration ist so gut, ich glaube, ich skill gleich sofort voll. Mach das mal. Ich bin schon wieder fast beim Leveln. Scheiße, Alter, ich bin gerade mal bei 2. Kann es sein, dass ich irgendwie weniger... Kann es irgendwie sein, dass ich weniger XP kriege als du? Weiß ich nicht, auf jeden Fall muss ich gerade wieder einen Trank nehmen. Schon bei 9, Alter. Ich bin gerade bei 5, also am Anfang von 5. Ich hatte bei 2. Nee. Hier ist ein Buch. Sabrans Note. Ich hab's gesehen. Wenn sie mal lesen will. Na, gestoppt haben. 300 DP. Auf Q. Wo ist denn die Sabrans Note?
Wahrscheinlich der Z. Da, hab's. So, da könnt ihr kurz lesen. Am Ende kannst du eine Lesestunde machen. Ja, also wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich mache Witcher 1 nebenbei. Und dann mache ich... Oh mein Gott, ist das Abfuck. Noch einen Trank nehmen? Oh mein Gott, ich bin tot. Bist du? Fast. You shall not pass. Und er geht einfach mir vorbei. Das sah gerade zitiert aus Herr der Ringe. Bestimmt keiner mitgekriegt. Oh mein, ich hasse... Wieso? Was? Diese Viecher. Die quetschen sich alle an mir vorbei, um dich zu töten. Das ist richtig gut. Das ist ganz komisch, Alter. Oh fuck, verdammt, oh fuck. Ich hab grad Mana draus genommen, weil ich die Taste nicht getroffen hab. Ja, ich nehm die ganze... Wirklich? Ja, ich konnte nicht mehr halten. Wirklich? Warum geht auf mich los? Ich meine, du fixst ihn richtig, du schlägst ihn in den Rücken. Nein, nein, wir nehmen erstmal die Fischi, Entschuldigung. Ich werde das übrigens ändern. Das hier wird das letzte Projekt sein, in dem ich einen weiblichen Charakter mache, der La Fischi heißt. Warum? Weil wir vielleicht einen YouTube-Channel für meine Freundin machen, der dann La Fischi heißt. Was? Nur was? Zum Kopf machst du dich im Let's Play. Nein, das hört man nicht. Oh fuck, das war das Saarland. Ich bin weg. Ich bin aus dem Raum gegangen, also wenn du mir folgen willst. Ja, ich bin schon wieder bei der Tür. Also jetzt hab ich gerade wieder passiert auf der Tür. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Kommst du mit denen allein klar, oder? Ja, mit denen komme ich alleine klar, die sind ja tot. Ich kann auch von hinten reinschießen, also wie gesagt, das ist kein Problem. Hä, wo kommt der denn her? Ah, der hat Warlock an. Der hat doch an nur, der hat an der Anna da. Ja, der auch! Achso, ich glaube, Sabran spawnt einfach welche und weil er direkt in der Wand steht, spawnt er im Raum. Boah, es ist. Okay, es wird Sabran gefickt. Das ist ziemlich schwul. Oh mein Gott! Ich bin tot. Nicht gesehen. Ich hab mich verklickt. Machst du ein Portal? Offen. Oh Gott, geh noch nicht durch. Bin jetzt durch. Gut, ich hab's gerade nochmal woanders hingesetzt. Du spawnst dich nämlich direkt in der Tür, er hat das Portal nämlich direkt in der Tür aufgemacht. Und ich dachte, der spawnt. Danke. Danke. Bisher hast du keinen Schaden. Oh mein Gott. Ich bin weg. Die Gegner sind übrigens total überlevelt. 25, ernsthaft? Ether Corruption. Ja, weil die von Sabran gespawnt werden, glaube ich. Ja, trotzdem 25, Alter, das ist total überlevelt. War Level über mir. Ich muss schon wieder Tränke nehmen, das ist richtig schlimm an diesen Gegnern. Die machen mir sogar Schaden. Ich schieße jetzt einfach nur noch von hinten rein. Ich werde gleich wahrscheinlich angegriffen, aber... Oh, ich habe versehentlich einen Trank genommen. Ich, hab schon ich bin tot. Acht. Ich habe gerade 400 Schaden auf einmal genommen. Dein Portal steht noch... Ach nee, warte. Habt ihr ein Portal gemacht? Gut. Hab noch keinen Schaden genommen. Jetzt schon? Ich kann durch mein eigenes gehen? Ja, wenn du durch... Also wenn du da spawnst, dann schon. Also wenn du durch das Portal gehst. Klar kannst du durch ein eigenes Portal gehen. Ich kann auch auf ihn schießen. Ne, kann ich nicht. Die blockieren gerade so ein bisschen die Tür, sonst würde ich da durchwaschen. Ich habe gerade ein paar von den Dingern erstmal reingeworfen. Ja. Bin wieder Schatz, ich kann die eigentlich durchgehend spammen. Er ist übrigens tot. Hab's gesehen, bin fast noch gestorben. Ich kann die übrigens fast durchgehend spawnen, wir haben inzwischen so viele Tränke von den Dingern. Wolltest du gerade mein Grab öffnen, weil das ist ja meins? Okay, wir können jetzt A nach rechts gehen oder B nach da, aber erstmal die... Nach da. Erstmal die scheiß Kristalle hier. Ja komm, dann gehen wir erstmal auf einen drauf. Einer ist tot. Das ging schnell. Ja klar, ich habe ja auch mit angegriffen, Alter. Scheiße, ich mache schon ziemlich viel Schaden, ne, aber ich halte halt nichts aus. Ich bin schon wieder fast tot übrigens. Ich auch. Gott, jetzt muss ich richtig Tränke nehmen. Ich kann übrigens auf dich irgendwie schießen. Was bitte? Ja, also du stirbst nicht, du kriegst davon keinen Schaden, ich schieße einfach in die Menge rein irgendwie. Na, fast gefunkelt, das will ich haben. Oh, das ist offen.
Super, nichts kommt raus, was nötig ist. Ist hier nur irgendwo eine Wand, die versteckt ist. Sieht nicht so aus. Oh, irgendwie fängt sie immer abends an zu rumpeln. Ich weiß nicht. Schatz, merkst du das auch? Ja, so eine Art Erdbeben oder habe ich einen Schlaganfall? Bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal mitgekriegt habe. Ja, jetzt gerade. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Ja, das Erste, was man... Schlaganfall. Da ist ein Buch, das haben wir schon geöffnet, okay. Hier vielleicht eine Wand? Nein. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der ganze Tisch wackelt. Noch immer? Ja. Kann sein, dass ich noch 4 Minuten bin. Übrigens. Okay. Oh, wir sind beim Boss. Oh, okay. Alle Witcher-Tränke nochmal einschmeißen und alle in. Was? Alle Witcher-Tränke. Achso. Schwalbe und sowas. Okay, all in. Ja, warte, meine Freundin umarmt mich gerade fast den Tisch an. Gehst du bitte wieder? Mhm. Nee, komm, wir haben nur noch 4 Minuten. Hau ab. Sie erwürgt mich. YOLO. Tschüss. 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 Oh Gott, hier sind Gegner. Die letztes Mal nicht hier waren. Irgendwer redet. Ja, das ist der Typ, er hat gesagt, oh mein Gott, der macht richtig Schaden, verpiss dich von dem. I can expect... Oh mein Gott! Oh, ne, fick dich! Oh, ich bin fast tot. Ja, der hat mir 1000 Schaden. Ich mach erstmal die Kleine. Ich kann ihn nicht weg! Was? Tschüss! Ja, du hast überlebt. Fuck, hat der... Ich bin tot. Der ist übrigens ziemlich stark. Ich weiß, der macht mir 1000 Schaden. Ja, pff, dann bin ich one-hit bei dem. Ich hab dem auch gar keinen Schaden gemacht, okay, Alter. Okay, jetzt hat er... Doch, der macht 900 Schaden etwa. Ja, dann bin ich one-hit tot. Und der macht doch irgendwelche Zauberattacken und wirft irgendwelche Teile. Der kann die gleiche Attacke wie ich machen, der Behinderte. Okay, ich mach schon ziemlich viel Schaden bei dem, aber ich bin halt instant tot. Ja, ich wollte erstmal den Kleinen noch kaputt machen. 300... Boah... Fuck, Alter! Ja, bin tot. Boah, ganz knapp, ich bin... Oh, 60 Leben tot. 560 Schaden macht er mir. Mit einem normalen Schlag. Ich mach dem richtig viel Schaden, Alter. Also mit also im normalen Kampf prügeln wir uns gerade die ganze Zeit gegenseitig in die Fresse und es passiert nichts. Okay, er macht mir schon mehr Schaden als ich ihm. Ich weiß nicht, machst du ihm viel Schaden? Alter, ich werd gestunt. Ja, wenn du in der geh du am besten hinter ihn oder so. Ich bin hinter ihm. Nein, du bist vor ihm. Also bei mir bin ich hinter ihm. Jetzt bist du hinter ihm. Ich mach ihm zum Glück ziemlich viel Schaden. Ja gut, so geht das. Also mir macht er, also mit seinen normalen Griffen geht's eigentlich, so überlebe ich gut. Ich muss nur wieder einen Trank nehmen. Ja, er hatte mich gefokust, danke. Also ich mach ihm schon richtig viel Schaden, Alter. Wir haben ihn. Ja, ich bin tot. Ich bin von seiner Aura noch gestorben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Phase 2! Ja, war mir schon ziemlich klar. Er hatte eine zweite Phase? Oh, rat mir, wie er voll AP hat. Oh Gott, er hat noch mehr Spells. Ich bin instant tot bei seiner Schockwelle. Pass auf, er hat dich. Nein, hat er nicht. Oh. Knappes Ding. Also wie gesagt, er macht mich One-Hit, ne? Ich bin instant tot. Versuch mal von dem... Oh Gott, er schießt wieder mit seinen komischen Heather-Pfeilen. Die stunnen bestimmt auch noch. Ich sollte erstmal meinen Grab aktivieren. Oh mein... Ja, so eine Schockwelle macht mich fast One-Hit. Oh mein... Gott, ich war gerade fast One-Hit. Verpiss dich doch. Hat er gerade viel Leben? Oh mein Gott! Ich habe übrigens keine Tränke mehr. Oh mein... Also, er hat schon Hälfte weg jetzt. Ich mach ganz gut Schaden bei dem. War noch. Ich darf die Stunjacks, glaube ich, nicht werfen. Wieso? Dann kriegt er mich wieder. Also dann hat er immer Aggro auf mich. Kannst du ihn bitte... Danke. Gott, ey. Der braucht einige Tränke. Ich habe keine mehr. Nur mal so. 29. Ich habe keinen einzigen mehr. Ich bin tot. Ohne, dass er auf mich gefokust hatte. Ja, er macht einen Rundumschlag manchmal.
Ja, der hatte mir schon. Und der Timer klingelt, aber es ist erstmal egal. Ja, scheißegal, wir machen erstmal den Platt, ne? Gut, dass man sich teleportieren kann übrigens, wenn man da immer hinlaufen müsste. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon. Oh Gott sei Dank habe ich keinen Damage gemacht. Oh Gott, ich kann gerade keinen Drang nehmen. Ist sogar ein bisschen viel Schaden. Ich krieg ihn ja haben. Massive Warden. Oh yes! Grünes Item. Ich hab kein grünes Item, ich hab eine neue Schriftrolle. Missive to Warden Krieg, Warden Krieg, excuse the screw, bla bla bla. Falls ich mal lesen möchte, hier ist kein Scrollbalken. Ach, das hier ist so ein. Das grüne Item, was ich gekriegt habe, ist ein Zauberbuch. Das Grab. Ich hab Durable Wardens Bulwark, ich hab sein Schild bekommen. Tschüss. Der ist schlechter als meiner. Ach, gut. Nice. Eine Pistole, aber nur bis 18 Schaden. Ah, die ist Einhand, die behalte ich mal. Vorsichtshalber. Ancient Armor Plating, woher kriegst du diese ganze Scheiße? Ich hab davon gar nichts. Ja, wahrscheinlich, weil ich immer alles krieg. Das sind glaube ich, jetzt diese Runen da. Oh mein Gott, ich hab ein besseres Hemdchen. Ein Hemd habe ich keins. Oder doch, ich hab eins, aber nur 45. Ja, ich habe jetzt einen 60er. Ja, gut. Ich könnte mal ein bisschen mehr aushalten, oh mein Gott. Obwohl meine ist, ja, die ist besser als meine. Brauchst du einen Ring mit Physik? Die Crease, nee. Ring mit Physik, weiß ich nicht, meine Ringe sind eigentlich ganz gut. Okay. Brauchst du einen Helm mit 77? Nee, was ist das? Wollen wir jetzt erstmal den Part beenden? Ja. Also lass noch zurück nach Matthias und eine königliche Kiste, die kann ich mir natürlich alleine. Ja, vor allem, weil wir kommen zum Glück kein Instant. Blaues Item. Oh, das ist blaues. Ja, bei mir auch. Oldenas. Stabilizer. Epic Belt. 41 Defense Ability, 58% Stun Reduced Stun Duration und 2 to Medical. Kann ich den benutzen? Den kann ich benutzen. Hast du den gleichen? Ein Armor, also ein Belt. Ja, ich auch. Oldenas Stabilizer. Ja. 21. Ja. 34, 58, 2. 41, 58, 2. Auf was ist das bei dir? Bei mir ist das Defense, Reduct, Stun und Military Condition. Habe ich auch. Habe ich das überhaupt, Military Conditioning? Ja, habe ich sogar. Nice. Also das ist für mich auf jeden Fall geeignet. Oder mach meine Defense Ability richtig hoch. Aber Damage per Second ein bisschen runter und Offense Ability runter. Und Armor Rating hoch, den behalte ich, scheißegal. Kommt ihr schon mal nach Devil's Crossing? Komm doch mal mit. Ich weiß nicht, auf was ich setze. Da. Ist das Gebiet durch? Ja. Wir haben das erste Gebiet durch. Nice. Shit, Alter. Okay, wo bist du? Ich bin hier. Wollen wir jetzt mit dem Typen reden? Jo. Hier ist übrigens der Neue, der Alistair, der haben wir vorhin nicht gehabt. Was ist, will der hier erstmal mit Morn, ey? Move along, hier, XP, okay. Captain John Bourbon, Bourbon gefällt mir schon mal. Is it finished? Is the Warden dead? I tracked him down and I took his life, falls ihr es lesen wollt. 2000 XP. Accept. Continue. Return to Alta Covia to the northwest, I will speak to him. Der hat auch eine Quest. Morn, and Davis Crossing, okay. So you must be the kid that's been causing a stir in my absence. Ich kann kein Englisch, da hast du. Captain Burm said to speak with you. Aber falls ihr lesen wollt. Captain Jack. Let's doing. Yeah, continue. Very well. Dreimal Scrap. 1000 Iron, so. Repair the bridge. Wollen wir es auch noch schnell machen? Die ist hier direkt neben. Ja, okay, wir können es auch für den nächsten Part aufheben. Ja, aber wir können das einfach schnell noch machen. Ja, wir können es auch für den nächsten Part aufheben. Möchte ich aber nicht, ich möchte die Brücke noch reparieren. Okay. War es die Brücke oder war es die andere? Ich habe keine Ahnung. War nicht die Brücke anscheinend. Wofür willst du hier Scrap haben, Alter? Dann nimmst du ein bisschen Holz, ein paar Nägel, fertig. Ne, wir müssen nach hier oben noch. Oh, hier ist ein Galgen, den müssen wir reparieren. Da sind wir gespawnt übrigens. Oh, das wollte ich. Ah, hier ist das. 3000 Iron, ja, mach ich. That NPC is busy by talking to another player. Okay, das ist also ein NPC. Okay, und kill Edmund Shanks Doyle. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.